offiziell ersten Teil von Return of the Tentacle. Jetzt geht's darum, dass Kur wieder die Welt übernehmen will und unsere drei Kollegen, Bernard, Ogi und Laverne, die sind zurück bei Dr. Fried im Haus und müssen das jetzt versuchen, irgendwie zu verhindern. Ich kann euch so viel sagen, das Spiel befindet sich leider noch in der Entwicklung. Das wird also insgesamt eher ein angezockt als ein Let's Play, aber ich werde es als Let's Play deklarieren. So, und jetzt besuchen wir mal Dr. Fried in seinem Labor und gucken, was der so für uns auf Lager hat. Das ist der Eingang zu Dr. Frieds Geheimlabor. Hoffentlich schlage ich mir nicht wieder den Kopf auf. Oder? Autsch. Und zwar werden wir die überarbeitete Version meines Chrono-Johns benutzen. Den Chrono-Wash. Oh, oh. Nein, doch nicht schon wieder eine Zeitreise. Keine Angst, Bernard. Diesmal wird alles funktionieren. Der Chrono-Wash geht nächste Woche in Serie und wird weltweit verkauft werden. Allerdings sollten wir ihn vorher testen, da ich gestern noch ein paar Kleinigkeiten daran geändert habe. Und wie machen wir das? Wir könnten Eds Hamster benutzen. Schön. Solange nicht ich das Versuchskaninchen bin. Bloß nicht. Am Ende vermasselst du noch alles. Und jetzt beeil dich. Du musst den Hamster finden. Was? Warum denn ich? Damit du mich vor Purpur retten kannst. Aber sie wollten doch uns vor Purpur retten. Eben. Und darum wirst du auch den Hamster holen. Na gut. So. Jetzt müssen wir also den Hamster finden. Aber erstmal befragen wir Dr. Fried eine Runde. Dr. Fried? Was ist denn noch, Bernard? Du solltest doch Eds Hamster holen, damit wir die Zeitmaschine testen können. Ja, aber... Was ist eigentlich mit Ihrem Labor passiert? Da sieht's aus wie... Ein kleiner Unfall. Ich habe mit einem neuartigen Kleber experimentiert. Und, Haben Sie eine Idee, wo der Hamster sein könnte? Der Hamster sitzt meistens in Eds Zimmer und liest Zeitung. Wenn du ihn dort nicht finden kannst, wirst du auch noch in den anderen Zimmern nach ihm suchen müssen. Okay. Na, da gehen wir gleich mal gucken. Aber... Wie geht es eigentlich Ihrer Familie? Hör auf, Interesse vorzuheucheln und mach dich an die Arbeit. Aber ich wollte doch nur... Ach, schon gut. Was macht Ted? Der liegt im Bett. Wo schläft er denn? Ich glaube, ihn zuletzt auf dem Dachboden gesehen zu haben. Auf dem Dachboden? Naja, mal gucken. Wie geht's Ed? Ganz gut, glaube ich. Er sammelt jetzt Pilze. Krank. Du musst es ja wissen. Was sammelt er denn für Pilze? Ich habe schon für seine Briefmarkensammlung so wenig Interesse gehabt wie für dich. Schon gut, schon gut. Diese alberne Frage hättest du mir ruhig in einem Brief per Post schicken können. Sie hätten doch gar nicht die Zeit gehabt, auf meinen Brief zu antworten. Die würde ich auch nicht brauchen. Ich könnte mir meine Antwort einfach mit der Zeitmaschine aus der Zukunft holen. Und der guten Dame? Wie geht es, Edna? Als wir vor 2 Jahren mit Purpur beschäftigt waren, hatte wohl einer unserer Gäste Edna die Treppe runtergestoßen. Na, was? Das wohl war. Wie furchtbar. Wer denn? Das wissen wir nicht, weil sie sich seitdem weder bewegen noch reden kann. Zum Glück! Statt mich so unwichtige Dinge zu fragen, könntest du dich bei der Rettung der Welt endlich mal nützlich machen. Ich gehe dann mal.
Weißt du, darauf habe ich mich schon den ganzen Tag gefreut. So, dann gehen wir mal den Hamster suchen. Was ist denn da los? Da steht eine Tür offen. Naja, fangen wir erstmal da an. Sie ist verschlossen. Okay. Sie ist verschlossen. Dann gehen wir mal da rein. Und? Und? Ach, nee. Und? Zwei alte Bekannte. Was sagst du nun? Falls du noch einen Selbsterhaltungstrieb hast, solltest du so langsam anfangen zu reden? Wo ich die beiden sehe, kriege ich allerdings eine Idee. Wer seid ihr denn? Wir sind Sam und Max, Freelance als Police. Wir sorgen für Recht und Ordnung. Mit Gewalt, wenn möglich! Und wer ist wer? Ich bin Sam und das ist Max. Du wirst mir auf der Stelle sagen, für wen du arbeitest. Oder ich mache dich mit meiner sadistischen Seite für übertrieben hohe Gewaltanwendung bekannt. Was macht ihr hier? Wie du siehst, konzentrieren sich unsere Ermittlungsarbeiten gerade auf das Verhören eines Tatverdächtigen. Ihr verhört einen Hamster? Allerdings. Und er scheint bestens darauf vorbereitet zu sein. Hey Sam, er hat sich für die harte Tour entschieden. Ist er nicht klasse? Autsch. Was auch immer du mit ihm anstellst, Max. Er muss danach noch reden können. Passt bitte auf, dass sie ihm nicht wehtut. Lektion Nummer 1. Woher die Redewendung schwarz sehen kommt. Seid doch bitte vorsichtiger. Hey Max, müsst ihr jetzt nicht Sterne sehen? Erst wenn sein Gesicht nicht mehr an der Wand klebt, Sam. Wie wäre es, wenn ich dich etwas bräune? Reden wir mal mit Sam. Hallo. Sag mal, warum denn gerade ein Hamster? Eigentlich darf ich dir das nicht erzählen, aber wir ermitteln in einem Fall, dessen Indizien auf eine im Untergrund agierende Verbrecherorganisation hindeuten, die ihre geheime Kommunikation über diesen Hamster hier abwickelt. Ihr glaubt, die Mafia kommuniziert über einen Hamster? Lektion Nummer 2, das Reflexionsgesetz. Aufprallwinkel gleich Wegfliegwinkel. So ist es. Er arbeitet für ein nicht gemeldetes Postunternehmen, dessen Zentrale und Vorstand uns bis jetzt unbekannt sind. Und ihm diese Informationen zu entlocken macht einfach tierisch viel Spaß. Das glaube ich dir. Was verbricht denn diese Verbrecherorganisation? Solange der Fall noch nicht abgeschlossen ist, wirst du von mir keine weiteren Informationen erhalten. Und von mir auch nicht. Deine Widerstandsfähigkeit ist ein wirklich grandioser Motivationsschub. Oh oh. Wie lange verhört ihr den Hamster jetzt? Besonders lange kann es noch nicht sein. Ich glaube, so 4 Stunden. Was? Wie schnell doch die Zeit vergeht? Das muss wahre Liebe sein, was, Max? Oh ja! Machen wir mal. Ich brauche den Hamster, um die Welt zu retten. Darf ich dir eine gute Psychologin empfehlen? Ich muss ein böses, mutiertes Tentakel bekämpfen. Ich glaube nicht, dass mir eine Psychologin dabei behilflich sein kann. Mein 6. Sinn für übertrieben hohe Gewaltanwendung sagt mir, dass da jemand eine Menge Spaß mit dir gehabt haben muss. Mein Verstand sagt mir, dass dieser Vogel lediglich auf besonders auffällige Art und Weise beschränkt ist. Vielleicht studiert er ja einfach nur Physik. Also, von 2 solchen Möchtegern-Polizisten wie euch muss ich mir sowas nun wirklich nicht bieten lassen. Sam, ich kriege Hunger. Hast du was gegen Physiker-Sushi? Max, wenn du einen Menschen zu Speiseäppchen verarbeiten willst, sollten wir uns ernsthafte Gedanken über dein kulinarisches Feingefühl machen. Sam, bitte benutze nie wieder das Wort Feingefühl. Das kenne ich doch irgendwoher. Bitte, hört auf damit und gebt mir den Hamster. Es ist dringend.
Nun, wir benötigen ihn noch für Ermittlungen. Solange wir keine weitere Informationsquelle haben, können wir dir den Hamster nicht geben. In einer Pfanne oder einem Toaster. Den nehme ich besser mit. Wer weiß, was sie dem armen Hamster damit sonst noch antun. Ich warte! Ich kann dich nicht hören! So, wir müssen... Hey Sam! So viel passt ja gar nicht in eine Hamsterbacke rein. Der macht schon nach 4 Äpfeln und einer Ananas schlapp. Max, so sehr ich auch dein Talent für illegale Befragungsmethoden zu schätzen weiß, möchte ich dir wärmstens empfehlen, folgende Vorschrift zu beachten. Dem Befragten sind während des Verhörs keine Fütterungszeiten zu gewähren. Aber Nahrung ist doch ein Grundrecht, nicht wahr? Du machst mich fertig, Kleiner. So, das heißt, wir müssen den beiden jetzt einen neuen Kandidaten für ein Verhör besorgen, damit wir den Hamster kriegen. Ah ja. Gehen wir mal auf den Dachboden gucken, ob wir da irgendwie was finden. Sie ist verschlossen. Sie ist verschlossen. Gut, dann gehen wir mal auf den Dachboden. Ich sehe ein Bett, einen Sessel, eine Kiste. Ach, ich könnte auch einfach reingehen. So. Dann nehmen wir noch den Schlauch mit. Ein Schlauch. Damit habe ich im Garten meiner Eltern Wühlmäuse gejagt. Und... wie es jetzt weitergeht, erfahrt ihr im nächsten Teil. Bis dahin, ciao.